Man kann die Vorbereitungsphase nicht einfach ununterstützt lassen, würde ich sagen, sondern es muss in irgendeiner Weise Möglichkeiten geben, wo man auch Fragen loswerden kann, wenn man während der Vorbereitung auf Fragen stößt. Da ist ein Klassiker, dass ich eben in unserem Learning Management System Moodle in dem Fall ein Online-Forum geschaltet habe für jede Woche, bei der man Fragen stellen kann. Und ich sage den Studierenden am Anfang, also hör zu, Fragen stellen ist eine tolle Sache, ist eine gute Sache. Ja, also man outet sich nicht als doof oder so, sondern im Gegenteil, wenn man eine Frage online stellt, dann outet man sich als besonders interessiert, dass man an der Antwort interessiert ist. Und einer stellt die Frage, eine gibt die Antwort und alle wissen Bescheid. Das heißt, man kann sich auch als Gruppe dadurch helfen, dass man dort im Online-Forum sich gegenseitig hilft. Dann die Tutorien natürlich, die ich habe. Also Studierende, die in Tutorien gehen, können dort ihre Fragen beantwortet bekommen oder auch individuelle Unterstützung. Dann natürlich die Möglichkeit, in Fragen auch in die Präsenz mitbringen zu können. Ich frage die Studierenden am Anfang, welche Fragen habt ihr? Man kann natürlich auch vorab schon Fragen sammeln, also dass man beispielsweise online in einem Forum oder in einem Etherpad oder so bereits Fragen der Studierenden sammelt, um daraufhin dann die Präsenzveranstaltung zu gestalten. Das ist eine Methode, die man auch als Just-in-Time-Teaching bezeichnet. Das heißt, man orchestriert die Präsenzveranstaltung auf der Basis der Fragen und Fehlvorstellungen und so weiter, die die Studierenden bereits online vorher geäußert haben. Und dann natürlich die Möglichkeit, in die Sprechstunde zu kommen oder mich zu kontaktieren, also dass man ansprechbar ist für die Studierenden während der Vorbereitung, ist auch wichtig.